Moin, meine Lieben. Wir sind wieder da aus dem Urlaub. Ich habe euch ein bisschen was mitgeschnitten, alles, was ich so mitschneiden konnte und wollte. Wir waren in Ungarn. Und ja, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß beim Video. Schaut es euch an, lasst mir gerne einen Kommentar da. Mich würde mega interessieren, was ihr so über das denkt, was ihr da seht. Und am Ende des Videos erzähle ich euch noch ein bisschen, warum wir in Ungarn waren. Genau. Viel Spaß erstmal beim Video gucken. Hallo, moin, meine Freunde. Oh, ich habe euch Freunde genannt. Ist das nicht süß? Hallo, moin, ihr Lieben. Ich habe gerade meine Arbeit für heute beendet. Und den ganzen Vormittag über habe ich unseren Camper geparkt, weil es ist heute soweit. Wir fahren weg. Wir fahren nach Ungarn. Ich nehme euch mal so ein bisschen mit, würde ich sagen. Genau. Wir gucken einfach mal, wie das so läuft, die nächsten Tage. Also heute Nacht fahren wir durch, bis jetzt gleich 6 Uhr. Und in der Theorie müssten wir morgen früh, so gegen, ja, ich denke, 10, 11 Uhr in Ungarn ankommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal einen schönen Vatertag. Ich glaube, wenn das Video kommt, ist ja schon vorbei. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Vatertag. Und wir sehen uns dann zwischendurch. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Morgen aus Prag. Wir fahren gerade in Prag rein. Es ist überwältigend groß. Wir fahren aber nur durch, halten auch nicht an oder so. Aber crazy. Also erstens ist es total witzig, die ganzen Schilder zu lesen oder eben nicht zu lesen, wenn man sie nicht versteht. Und zweitens ist es riesig groß und ein Hochhaus an dem anderen und das ist echt krass. Unsere Nacht war ein bisschen kurz, also ich glaube, wir haben irgendwie 3,5 Stunden geschlafen. Sind jetzt wieder auf dem Weg. Also wir haben kurz hinter der tschechischen Grenze haben wir angefangen, uns eine Tankstelle zu suchen, wo wir dann eben auch einfach stehen geblieben sind und geschlafen haben. Ein bisschen Schlaf brauchten wir dann. Und jetzt sind es noch genau 526 Kilometer bis zum Ziel. Wir haben also über die Hälfte schon geschafft. Das ist schon mal geil. Ich fürchte, ich werde gleich einschlafen. Genau. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Hund ist voll aufgeregt. Mann ist ganz gechillt. Raus müde. Reingefahren und ja, dann kam erstmal ganz viel nichts und dann haben wir überlegt, eigentlich müsste der Hund mal kurz spazieren gehen und sind dann so ganz dezent mal ums Eck gefahren, ne? Und dann findet man das.
hier ist kein Müll, hier sind keine Badegäste, hier sind zwei Angler. Und ansonsten ist hier gerade einfach nur mega viel Ruhe, mega schönes Wasser und ich bin total überwältigt von so einem winzig kleinen, total schönen Platz. Wirklich. Das ist irgendwie echt crazy. Hammer, hammer, hammer. Ja, das ist der erste Eindruck, den wir hier in Ungarn gewinnen konnten. Um die Ecke fahren und einen See finden. Und zwar einen wildschönen See. Also wirklich mega hübsch. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Deswegen sage ich jetzt nichts mehr. Und genieße hier den Eindruck noch ein bisschen, weil es echt geil ist. Ja, Freunde, ich finde, so kann man sich's gut gehen lassen. Tatsächlich stehe ich am Rand des Plattensees im Wasser, warte hier ein bisschen rum. Der Camper steht da hinten. Ja, sie macht ein Video, sie macht nämlich YouTube. Steht nämlich auf dem Camper. Genau, sie macht YouTube. Weil ich euch ja gesagt habe, ihr solltet ein bisschen was mitkriegen von dem Ganzen. Also, erstes Fazit Ungarn. Wir gucken ja tatsächlich so ein bisschen nach potenzielle Auswanderländer, Ausländerländer. Mhm. Genau. Erstes Fazit. Es gibt natürlich auch hier Sachen, die nicht so geil sind. Zum Beispiel sind die Straßen hier einfach nicht sehr schön. Ne? Also Deutschland hat auch seine Scheißstraßen. Aber auch hier gibt es Straßen. Für uns natürlich super wichtig, alleine wegen dem Motorradfahren, weil das natürlich auch super wichtig für uns ist. Ich mach das mal hoch. Genau. Ist so ein kleiner Minuspunkt. Was ganz cool ist, ist natürlich, dass fast überall, wo wir bis jetzt waren, irgendwie Deutsch gesprochen wird. Das heißt, das Verständigen ist hier nicht so schwierig. Und ja, kleine Fische gerade meinen Mann angeknabbert haben. Ups, genau. Ja, das hier ist so ein Platz, den wir gerade gefunden haben, den wir mega cool finden. Vorhin haben wir an einem Platz gestanden, wo ich ein bisschen enttäuscht und traurig drüber war, weil da ist ein Hundestrand. Und da muss man tatsächlich, um ans Wasser zu kommen, erstmal durch eine Schranke und muss man bezahlen und bla und keine Ahnung. Fand ich traurig, weil das hier ist ein Wasser, ne? Das macht die Natur und dafür möchte ich nicht bezahlen. Ja, ansonsten waren wir schon einkaufen, wir haben getankt, mussten dann eben auch feststellen, dass ab heute Deutsche mehr bezahlen für Sprit. Auch ein bisschen traurig, ist aber so, aus ungarischer Sicht völlig verständlich. Genau, und jetzt habe ich gerade einen weißen Wels gesehen. Oh, wie geil ist das denn? Und werde jetzt erstmal wieder zum Camper gehen. Bis später. Hi. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich wollte euch den Blick mal zeigen. Ist das nicht geil? Halt Plattensee, ne? Ist schon echt mega schön. So, jetzt nochmal. Wir machen jetzt noch einen kleinen Abendspaziergang mit dem Wuffi. Sorry für die furchtbare Kameraqualität. Bestimmte Leute haben vielleicht die Cam zu Hause liegen lassen. Ich weiß nicht, wer das war. Ich habe keine Ahnung. Genau. Oh, guck mal. Das ist nicht geil. Es ist echt ein mega Bild. Also es ist... Ah,
absolut grandios. Ja, genau. Da gab es heute Abendessen. Und Ducky steht da hinten. Ich glaube, man sieht ihn von hier nicht. Nee, das sind unsere Nachbarn. Genau. Genau, aber wir stehen hier echt direkt am Wasser. Saugeil, super schön. Einen tollen Tag gehabt. Wir waren viel im Wasser heute. Haben super cool Langosch gegessen, ganz lecker. Ja, danke für den Langosch. Und danke dafür, dass wir Deutsch sprechen durften, weil Ungarisch ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, muss ich sagen. Aber so lohnt sich das. Ich wünsche euch einen super schönen Abend. Wir hören uns morgen. Morgen soll das Wetter leider nicht so toll werden. Aber wir gucken mal. Genau. Bis morgen, ihr Lieben. Schlaft schön. Warum waren wir in Ungarn? Also, wir haben das Gefühl, dass in Deutschland gerade unsere Zukunft so ein ganz klein bisschen den Bach runtergeht, wenn man es nett formulieren und ausdrücken möchte. Wir sind nach Ungarn gefahren, einfach mit dem, wir gucken uns das Land mal an, weißt du? Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Feeling dort ist echt schon mega. Ich stelle euch mal auf den Tisch. Das besser. Ja, genau. So geht's besser. Das Feeling vor Ort war Hammer. Die Leute waren einfach toll. Also ihr müsst euch vorstellen, wir sind dorthin gekommen und ja, egal wo wir standen dort. Es war allen egal, wir sind mit Ducky gefahren. Wir haben uns an einer bestimmten Region wollten wir uns, oder von da aus wollten wir uns orientieren. Wir wollten uns echt zu 100% den Balaton angucken. Also einfach, bäm, dieses geile Seemonster, was sie da mitten in Ungarn haben. Wahnsinn. Super schöne Gegend. Und egal, wo wir reingekommen sind oder egal, wo wir hingekommen sind, also wir haben es echt so gemacht, dass wir nicht so diese Touristenecken abgegangen sind oder abgefahren sind, abgelaufen sind, sondern kleine Dorflädchen, wo
die nette alte Dame noch hinterm Tresen steht. Und einfach mal geguckt, erstens, wie reagieren die auf uns, also auf Deutsche, auf Leute, die nicht Ungarisch sprechen. Ja, wie ist es generell mit, wie geht man mit uns um? Und von der Landschaft muss ich euch gar nichts erzählen. Ich glaube, die habe ich euch im Video wahrscheinlich ordentlich gezeigt, nehme ich mal an. Und das war einfach absolut heftig. Also super viel Natur. Und was mir aufgefallen ist oder uns aufgefallen ist, es gibt nicht so viele dreckige Straßen. Die Die Straßen sind sehr holprig, also nicht die Qualität, die eine Straße hier eben hat, aber du findest sehr wenig Müll an den, egal welche Plätze das waren, ne? Also wir sind auch wirklich mit dem Camper wieder Plätze angefahren, das kennt ihr von hier, das kennt ihr von meinen vorigen Videos, Plätze angefahren, wo einfach selten mal jemand steht und wo sich dann hier trotzdem einfach Berge an Müll ansammeln, wo ich dann immer mit meinem Tütchen rumlaufe und alles einsammle. Das habe ich in Ungarn nicht gefunden. Natürlich gab es da auch Ecken, wo dann so ein bisschen Müllabladeplatz war, aber die Camperstandplätze oder überhaupt generell die Plätze waren relativ sauber. Das ist mir aufgefallen. Von diesem Ganzen, was wir hier gerade mitkriegen, und das ist echt krass, weil du gehst in den Laden und kriegst nicht mehr das, was du brauchst oder das, was du möchtest. Davon war in Ungarn nichts zu spüren. Also keineswegs irgendwelche Mangelwaren oder sonstiges. Auch, also wir waren eben hier mal einkaufen, weil wir, ach, keine Ahnung, das war einfach so. Wir haben nächstes Wochenende haben wir was mit Freunden geplant und ich brauchte ein paar Schüchchen dafür. Und dann haben wir gedacht, da weißt du was, wir haben ja jetzt gerade noch dieses Feeling von Ungarn drin. Wir gehen jetzt mal in Kloppenburg, das ist hier bei uns die nächste, ich sag mal, Kleinstadt. Wir gehen da mal hin und machen das wirklich mal bewusst mit, drauf achten, wie die Leute zu uns sind, wie die Leute generell drauf sind und so. Und also, du siehst nur Schnutten, alle gucken immer nur großartig, keiner lächelt oder lacht. In Ungarn ist uns aufgefallen, wir haben uns auf so einen Parkplatz gestellt und mein Mann war ganz erschrocken, so, was machen denn die Kinder da an unserem Camper? Ich sag, stress dich nicht, die versteckt sich. Wie, die versteckt sich? Ich sag, die spielen Verstecken und die eine versteckt sich halt hinter unserem Camper. So rennen die Kinder oder das war eine Jugendliche in Ungarn durch die Gegend und hier eben anders. Sondern waren wir hier bei einem Bäcker, haben uns was geholt. Das haben wir, bevor wir aus Ungarn weggefahren sind, in Ungarn noch in so einer kleinen Dorfbäckerei gemacht, wo die dann wirklich die Bleche aus einem Backofen, also nicht so ein Industrie, so ein Großbackofen, sondern wirklich so kleine Bleche. Und darauf hatten die dann so ein paar Sachen drapiert und dann stand das da. Und dann gab es eine kleine Waage und wir haben dann da so die Kosten verglichen, dann hier die Kosten verglichen. Und eben einfach, ich konnte kein Brocken Ungarisch und ich hatte mega Schiss vor dieser Sprache. Was nicht schlimm war, weil tatsächlich sehr, sehr viel Deutsch gesprochen wird. Und ich habe ein einziges Wort habe ich aus Ungarn mitgenommen. Und zwar, weil ich das tausendmal gehört habe. Das Wort ist Köszönöm. Dieses Wort heißt Dankeschön. Das heißt, jeder hat sich für alles bedankt, permanent. Und hier, wir waren vorhin beim Bäcker. Die Dame war genervt, weil sie war alleine hinter der Theke. Sie war für uns, also empfindungsmäßig, relativ genervt davon, dass wir auf einmal vor der Theke standen, wo sie doch eigentlich gerade hinten irgendwas gemacht hat. Und dann kam sie dann und ich habe bestellt. Und dann, also ich kenne das von früher so, ich habe selber mal in der Bäckerei gearbeitet, dann wurde dann gefragt, darf es noch was sein oder war es das bei Ihnen oder sonstiges. Nix. Die hat das Erste, was wir bestellt haben, hat sie uns auf die Theke gelegt und mir den Preis gesagt. So. Und das ist ein anderes Gefühl. Das ist so, man hat im Moment hier das Gefühl, oder wir haben hier das Gefühl, dass man jedem auf den Nerv geht,
dass man am besten gar keinen mehr anspricht und gar keinen mehr fragt. Und das ist traurig. Das finde ich total schlimm. Und in Ungarn hatte ich dieses Gefühl nicht. Also da war das so, dass eine Frau, die nicht mal meine Sprache spricht, das fand ich, boah, so geil. Also ich bin ja eben einfach jemand, es wird noch mal ein Video geben mit so einem bisschen Erklärung zu meiner Krankheit. Also was bedeutet eigentlich meine Krankheit? Das werde ich euch die Tage auch mal hochladen, damit ihr verstehen könnt, was für mich das Rausgehen bedeutet und was gerade dieses Negative, was hier draußen ist, was ich hier erlebe und was mir entgegenschlägt, wenn ich das Haus verlasse, was das gerade mit mir und meiner Krankheit und meiner Psyche macht, ne? Und dort war es so, ich bin immer ganz stolz, wenn ich irgendwo was bestelle oder sonstiges. Und ich wollte noch einen Langosch. Langosch, cooles Zeug, echt lecker. Allerdings verträgt es der deutsche Magen nicht so gut. Also den nächsten Tag echt ordentlich viel Milch trinken, Magentabletten und so. Und ich hatte mich für meinen Mann so ein bisschen in Schale geschmissen, weil ja, wir waren ja im Endeffekt im Urlaub, auch wenn es ein Feeling für das Land kriegen war. So ein Kleidchen angezogen, ne? Und dann halt ein bisschen die Haare gemacht und bla und keine Ahnung. Und ja, einfach mal, guck mal, Schatzilein, du kannst so eine hübsche Frau haben, weißt du? Ja, auf jeden Fall bin ich dann an die Theke und habe mir einen Langosch bestellt, weil ich das selber machen wollte. Normalerweise macht das mein Mann immer für mich. Und gerade in einem fremden Land, wo du eigentlich die Sprache nicht verstehst, ist es dann noch ein bisschen komplizierter. Das heißt, da drücke ich mich dann noch umso mehr. Aber weil die Frau hinter der Theke so nett war und so süß war, habe ich gesagt, ich mache das selber. Und mein Mann schon so, okay, gut. So, und dann bin ich an die Theke, habe mir meinen Langosch bestellt. Und dann habe ich dort gewartet, bis es halt fertig war. Und dann sagte sie dann, das ist ein schöner. Und ich habe ihr dann gesagt, dass es auf Deutsch halt Kleid heißt. Und dann sagte sie, okay, das ist ein schönes Kleid. Und ich habe mich herzlich dafür bedankt, dass sie das gesagt hat, weil das für mich total toll war. Das ist im Moment einfach so. Also man hört selten was Nettes. Und man hört selten etwas Nettes über sich. Und natürlich tut es gut, etwas Nettes zu hören. Und ja, war cool. Und es wäre einfach sehr, sehr schön, das wieder so ein bisschen mehr in meinem Leben zu haben oder in unserem Leben zu haben. Deswegen Ungarn, deswegen überhaupt erstmal ein anderes Land, einfach mal gucken, weil ich muss euch dazu sagen, deswegen ist es für mich auch so was Besonderes. Ich habe am Wochenende, am letzten, mehr Länder durchreist als in meinem ganzen Leben. Also ich war in meinem ganzen Leben, ja klar, Deutschland, ne? Und meistens auch auf einem Fleck, also da, wo ich groß geworden bin und habe das nicht verlassen, weil das irgendwie gar nicht so dazugehörte, ne? Und ja, ich war mal in Holland mit meinen Kindern, da bin ich nach Efteling in den Freizeitpark gefahren. Da haben wir eine Nacht in Holland verbracht und sind dann nächsten Tag auch wieder in den Freizeitpark und zurück. Das heißt, mehr aus als den Park haben wir nicht gesehen. Dann war ich mit meinem Mann mal in Holland, dort gibt es einen tollen Gartenmarkt, wo wir mal waren. Und dann waren wir mal eine Woche in Dänemark. Und ansonsten habe ich von der Welt noch nichts gesehen. Also Deutschland. Ja, und am Wochenende bin ich tatsächlich, also Mittwoch sind wir ja losgefahren, mittwochs abends, und am Wochenende bin ich tatsächlich durch. Also Deutschland raus, Leipziger Flughafen, da bin ich schon völlig explodiert, weil direkt über mir ist ein Flugzeug lang geflogen und dann, oh, Alter, ich wusste wie so ein kleines Kind, ich habe mich voll gefreut. Und danach sind wir durch Tschechien, dann durch Slowenien oder Slowakei? Slowenien. Ich gucke nochmal nach. Ha, da, genau. Okay, wir sind durch Tschechien gefahren, wir sind durch die Slowakei gefahren und dort. Entschuldigung. Tschechien, Slowakei und dann sind wir in Ungarn gelandet. Und Rückzugs natürlich auch. Alter, 15 Stunden. Ich saß nur daneben. Und kennt ihr das, wenn du daneben sitzt beim Autofahren? Also, Ducky ist ja. Du fährst 98, ne? Du fährst die ganze Zeit stur 98. Okay, 103 hat er auch geschafft. Aber ihr sitzt daneben
und versucht krampfhaft wach zu bleiben, weil der Fahrer ja eben einfach der Fahrer ist. Und der Fahrer, also mein Mann ist die ganze Zeit gefahren, weil fremde Länder und ich halt so ein bisschen schisserig und so. Und dann ist mein Mann die ganze Zeit gefahren und dann sitzt man dann daneben und will eigentlich voll wach bleiben und dann immer so. Ich bin voll wach. Süße, schläfst du? Ja. Kurz vor Prag, weil wir durch Prag durchgefahren sind, kurz vor Prag meinte er so, ich möchte, dass du wach bleibst und dir diese Metropole anguckst. Ich bin 3 Meter Prag wach gewesen. Danach nicht mehr. Irgendwie. Also danach war ich so müde, dass ich eingeschlafen bin. Nie im Sitzen. Egal. Auf jeden Fall war es ein sehr schönes Wochenende. Nein, ich wollte nicht scheißegal sagen. Doch, wollte ich. Es war mega. Wir sind an so einem coolen kleinen Fleck gelandet, da wo auch die nette Frau mit dem Langosch war. Und da konnte man, ich weiß nicht, wir sind bestimmt 200 Meter in den Balaton reingewandert. Und das Wasser ging mir immer noch bis zur Hüfte. Und es war so poolwarm. Es war so unglaublich schön. Und dann, ach, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was ich euch alles noch erzählen soll. Auf jeden Fall war es mega toll und mega schön. Und ja, wir überlegen, ob wir in den nächsten 1 bis 2 Jahren vielleicht irgendwann unseren Wohnsitz wechseln. Mal gucken, wohin. Seid gespannt, weil ihr dürft das hier alles so ein bisschen verfolgen, was wir machen, wie wir es machen und wohin es dann dementsprechend gehen wird. Und ja, ansonsten wünsche ich euch eine coole Zeit. Schreibt mir doch mal, meine Fresse. Keiner schreibt mit mir. Keiner will mit mir schreiben. Genau, schreibt mir einfach mal. Ich würde mich mega freuen, einfach mal ein paar Kommentare zu lesen, wo man so ein bisschen mir auch Feedback gibt, ob der Content, der von mir kommt, in Ordnung ist, ob ihr irgendwas anderes wissen wollt, keine Ahnung, ob ihr was sehen wollt oder wie auch immer. Ja, und ansonsten, nice time. Ich wünsche euch was und bis Danny. So Leute, das war's schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal. Ich freue mich über jeden neuen Abonnenten und es kostet euch nichts und es tut auch nicht weh. Vielen lieben Dank und wir sehen uns. Bis dann.